Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Ich habe jetzt hier Sachen von eBay drin und Alibaba und Lidl. Obwohl, nee, das eine ist, glaube ich, von Amazon, bin mir jetzt nicht sicher. IKEA ist noch nicht da. Das sollte am 8. kommen. Also meine Regale, die sollten am 8. kommen. Also die habe ich vor 3 Wochen oder so bestellt im Stream. Sollten jetzt kommen. Kam gestern eine Nachricht. Ja, wir bemühen uns in den nächsten 1 bis 2 Tagen. Dann hieß es halt, ja. Seit gestern steht es irgendwo bei Dortmund. Also ich kann das Auto ja nachverfolgen. Also das Paket liegt bei Dortmund. Das hat sich nicht bewegt seitdem. Heute schon der 9. Also wenn es morgen nicht kommt, sind die 1 bis 2 Tage vorbei. Ich hoffe, dass es morgen kommt, weil ich würde die gerne anbauen. Ich würde gerne meine Figuren in Regale stellen wollen. So, aber nichtsdestotrotz, fangen wir erstmal mit Lidl an, würde ich sagen. Ich habe bei Lidl Flipflops geholt, nicht für mich. Die sind für meine Große. Sind bunt, die hat gesagt, die braucht für Badeanstalt. Nee, Badeanstalt soll ich nicht sagen, hat meine Frau gesagt. Ich soll sagen, Freibad. Badeanstalt hört sich so anstaltmäßig an. Jedenfalls sind die für die Große, die hat sie sich gewünscht. Flipflops, wenn ich welche sehe, soll ich auch welche holen. Ja, und was macht ein guter Papa? Er holt Flipflops. Dann habe ich für die, das war jetzt ja nicht beabsichtigt, dass ich das jetzt kaufe. Wir waren gestern einkaufen und bei Lidl hatten sie wieder, Lidl hat echt süße Sachen manchmal für Kinder und auch, ja, und auch von der Qualität, muss ich sagen, echt gut. Sehr gut sogar. Und da hatten sie hier Bodies und sowas. Und da habe ich dann halt noch eine Ladung Bodies geholt für den Sommer, weil die sehr vom Material sehr luftig sind und halt ohne Ärmelchen und so. Einmal ein Zweierpack. 86,92. Dann nochmal ein Zweierpack. Das ist ja, mit so Rüschen am Ärmel. 86,92. Sieht man das? Dass da so Rüschen dran sind an den Ärmel? Ja. Dann, das fand ich, erstmal den Jumpsuit. Dann den Jumpsuit. Ja, der Karton ist so groß, sehe ich jetzt nicht so, ja. Und den kann man halt auch unten öffnen und so. Wegen Windeln wechseln und so. Das ist halt jetzt nicht so ein Ding, wo man sie dann komplett rausnehmen muss, sondern einfach unten auf und dann kannst du... Kannst die Beine rausnehmen oder eine Seite hochöffnen, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Und dann kannst du Windeln wechseln. So, Mausi kam auch gerade. Und das fand ich richtig, richtig süß. Ein Kleid mit einem Höschen. Weil die gibt keine. Früher, wo die Große noch klein war, da gab es noch Windelhöschen. Ich habe die noch mal gesucht. Jetzt, wenn du jetzt Windelhöschen suchst, kriegst du so Windeln als Hose. Aber für die Große hatte ich damals so eine Art Schlüppern. Also wie eine Schlüpper, aber größer, voluminöser. Vorne, hinten an der Seite, dass die halt über eine Windel drüber passt. Dass du dann halt im Sommer, wenn du im Garten warst oder was weiß ich, ziemlich warm und konnte, Kind hat geschwitzt, hast du halt nur Windel dran und Windelhose rüber. Warum Windelhose? Damit es nicht rankommt und die abmacht und dann in die Kacke greift. Deswegen. Aber finde ich nicht mehr. Also wenn ihr einen Tipp habt für mich, immer gerne. Bin dafür bereit. So, dann hier so ein süßes Kleidchen. Und dann sieht man hier hinten halt mit Höschen und so. Voll süß. Das sind Schmetterlinge oder nee, Palmen sind da drauf. Rosa Palmen. So, dann kommen wir hierzu. Das habe ich im Stream bestellt. 14 Euro noch was. Das ist ein Popschutz für mein Rode Podcaster USB. Ne, Podcaster. Ich verstehe mal nicht, wo der Unterschied ist. Ich verwechsel die immer Podcaster und Podcaster. Ich habe das Weiße, was mit USB angeschlossen wird. Dafür ist das. Das werden wir auch dann gleich anbauen, dass es dann im nächsten Stream halt besser ist, also heute Abend. Und dann habe ich noch was. Da warte ich jetzt schon eine Weile drauf. Das kommt aus China. Aus China. Ich habe an der Seite schon alles entfernt. Ich warte nur auf ein einziges Paket aus China. Und wenn das jetzt drin ist,
dann freue ich mich. Da warte ich schon eine ganze Weile drauf. Da ist nämlich beim Versenden was schief gegangen. Weil mir hat ein Kumpel was empfohlen. Ich erzähle es euch gleich. Erstmal will ich wissen, ob das drin ist, was drin sein soll. Ich denke, was drin ist. Ja, Schatzi. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, ja, und dann ist was ganz anderes drin. Nee, doch, das ist drin, was ich denke, was drin ist. Hoppala. Ja, die Kleine will gerade zugucken. Ach. So. Hoppala. Stehen lassen. Nimm sie mal bitte weg. Dann heul so. Ja, dann gehst du kurz ins Schlafzimmer mit dir. Gut. So. Ja. Das ist das drin, was ich gedacht habe, was drin ist. Aber ist der grau? Also für mich sieht der schwarz aus. Den müssen wir dann im Video vergleichen. Aber hier, den habe ich für die Große halt bestellt. Zum Geburtstag. Der ja jetzt im April war. Und den habe ich für mich bestellt, weil die Preise waren unschlagbar. Und muss jetzt aber auch sagen, ich bin sehr überrascht, wie es jetzt hier ankommt. Also bei der Bestellung, weil mir hat ein Kollege, kann ich ja mal als Hintergrund erzählen, hat mir empfohlen, hol doch, ja, hier sind verschiedene Farben, hier ist hellblau, hier ist dunkelblau, aber egal. Hol doch einfach bei Gearbest, da haben sie rausgenommen. Also er sagt, na, bei Ali haben sie ohne welche. Hol doch bei Adi die Controller. Da fehlt dann halt zwar das PlayStation-Logo, aber so, weil der hat sich auch welche geholt gehabt für sich und seine Family. Also den Roségold für sich, den pinken für seine Frau und den hier, den roten für seine Tochter, so wie ich. Und hat er gesagt, der einzige Unterschied ist, der Akku hält genauso wie beim PlayStation-Controller, verarbeitet wie ein PlayStation-Controller. Das Einzige, was er halt nicht hat, ist, dass die Verpackung anders aussieht und dass da für PS4 irgendwo draufsteht, aber halt nicht so originalgetreu gemacht ist. Und dass der PlayStation-Knopf nicht das PlayStation-Logo hat, das haben wir hier jetzt halt nicht. Hier ist das PlayStation-Logo eindeutig drauf. Aber ich glaube, etwas kleiner. Ja, das werden wir uns im Video dazu angucken. Dazu werde ich dann halt Videos gleich, nachher machen. Oder heute Abend oder morgen. Ich muss gucken, wo wir die dann auspacken werden. Also ich meine, das Shopping-Video kommt ja sowieso erst Sonntag online. Aber die werden wir dann auspacken. Und wir werden die vergleichen mit einem Original-PlayStation-Controller. Weil hier weiß ich, dass die nicht original... Also ich glaube nicht, dass er für den Preis original von Sony kommt. Und ich glaube, die Verpackung sieht auch anders aus. Aber sehr viel Mühe gegeben. PlayStation Now steht hier hinten auch drauf. PS4 Wireless. Kompatible Hardware. Und dann ist so ein PlayStation abgebildet. Also das müssen wir uns dann angucken, wenn es soweit ist. So. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder. Stream, guckt da mal unten in die Videobeschreibung oder vielleicht lasse ich hier zwischendurch mal so ein Pop-up aufpoppen. Habe so eine Bauchbinde gemacht mit einem Logo und halt, also Twitch-Logo und dann halt die Adresse von Twitch. Einfach auf twitch.tv und da den Odin-Ase einsuchen oder twitch.tv/Odin-Ase, das ist mein PlayStation-Name, mein Gamer-Name. Darunter findet er mich. Ich bin jetzt weg. Also Link eigentlich auch ganz unten in der Videobeschreibung. Werde den weiter höher verlinken wahrscheinlich. Ich hoffe, wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, der Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.